Ich habe ja schon öfters über die Menschen gesprochen, die einen Raum betreten und dann erhellt sich der Raum, dann wird der Raum heller. Und dann gibt es ja genauso die Menschen, die verlassen einen Raum und der Raum wird plötzlich heller. Das sind die aus dem Jammertal, ja, die ständig in der Opferrolle sind. Und über diese Opferrolle möchte ich noch zwei, drei Worte verlieren. Denn wenn man in der Opferrolle ist, hat das ja durchaus auch mal was Positives. So, jetzt krieg keinen Schreck, ich werde das gleich wieder revidieren. Aber das Positive an der Opferrolle ist, wir werden bemitleidet, man hat Verständnis für uns, man kümmert sich um uns und wir bekommen Aufmerksamkeit. Und es werden so die unangenehmen Dinge werden uns oftmals dann auch abgenommen, ja, weil es uns in dem Moment ja schlecht geht und dann muss man uns ja irgendwie helfen. Also der Opfermensch fühlt sich in seiner Rolle durchaus schon mal ganz wohl. Das Problem an der Sache ist jedoch, wenn wir in der Opferrolle sind, geben wir die Verantwortung ab. Nicht nur, dass wir Negatives aussenden und somit auch Negatives zurückbekommen, nee, wir haben auch keine Chance, das Heft selbst in die Hand zu nehmen und unser Leben selbst zu gestalten. Und wenn wir die Verantwortung abgeben, dann geben wir die Macht über unser Leben ab. Und das ist ja ein ganz sträflicher Prozess. Wenn wir irgendwo hinwollen und ganz bestimmte Ziele verfolgen, dann müssen wir es selbst in die Hand nehmen. Es wird keiner die Welt für uns zurechtrücken. Und als Opfer in der Opferrolle, aus dem Jammertal kommend, dann gelingt uns das nicht. Ja, dann achten wir immer darauf, dass man uns bemitleidet, wir fühlen uns wohl in dieser Mitleidsrolle und werden weit davon entfernt sein, die Verantwortung zu übernehmen. Also wenn du das nächste Mal dich dabei erwischst, wie du mal wieder über irgendwas jammerst, was durchaus okay ist, ja, und auch völlig legitim ist, jeder darf mal motzig sein, dann fass dich aber an die eigene Nase und denk dran, dass du in dem Moment nicht nur Negatives aussendest und somit auch keine Chance auf positives Feedback bekommst, sondern die Verantwortung abgibst. Und das musst du revidieren, das musst du umkehren. Also sende Positives aus und überlege selbst, was du tun kannst. Und dann wirst du dein Leben auch so gestalten können, wie du dir das vorstellst.